ziehen wir ziemlich mit Aufträgen durch, ne? Können wir hier jetzt eigentlich mal so rein, in diese Räume? Hallo, Homura. Tatsache. Dann gucken wir uns jetzt erstmal kurz in den Unterrichtsräumen um, bevor wir hier... direkt weitergehen und die nächsten Rätsel suchen. Rebellion. Ist hier keine mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Leviationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessert Sie Experimente und Reflexe. Ziel und zack. Zurück auf den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sehr schnell. Oh Gott, gut, dass ich das nicht machen muss, weil ich ihm die Notizen klaue. Was ist jetzt hier oben? Ja, lass mich raten, du bist Stufe 2, ja. Das war klar. Natürlich kann ich Stufe 2 noch nicht. Weil ich diese Munddinger aber noch nicht gesucht habe. Und die Uniform eines Historikers. Wir machen sofort dann an dem Punkt weiter. Aber hier ist auch noch ein Schloss. Ist das Stufe 1? Wenn wir hier schon Hallo, mal Homura. Sind und ich das gerade in meinem Kopf habe, dass wir hier so ein paar Sachen noch erkunden können. Ihr wisst, ich und der Kunden sind immer nah aneinander. Da müsst ihr durch. Wir gucken uns auf jeden Fall alles an. Das gehört dazu. Ist klar. Nett. Liebe Frau Professor Tja, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Er könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Mit besten Grüßen, MPN. C. Hallo, Homura. Ich hab grad schon wieder gedacht, Stufe 2 hier. Aber wenn der Stufe 1 ist, ist gut. Nicht identifizieren, Maria. Das können wir auch mal gleich gucken, weil wir ja jetzt hier unser Inventar auch wieder, unsere Ausrüstungs... Gegenstände wieder vollpumpen. Ne? Wir haben jetzt auch schon wieder 19 von 20. Das heißt, wir müssen mal nach Hogsmeade ein bisschen was verkaufen. Finde ich auch schön. Komm, wir nehmen das mal das so. Ja, hier können wir mal gucken nachher. Und hier auch, dass wir das identifizieren. Da müssen wir nur den Raum der Wünsche. Das machen wir auch auf jeden Fall, bevor wir bevor wir nach Hogsmeade gehen, damit wir Eventualitäten. Rebellion. Eventuelle. Verkäufe nicht unnötig mit uns rumschleppen. Ich dachte, Professor Black wäre alle muggelstämmigen Schüler losgeworden. Historikas. Diese alten Schatzkarten. Ja, bei so einem Satz, wenn ich den höre, solltest du ja aufhören zu denken. Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Wieder mal auf Abenteuertour? Ein bisschen, ja. Hier ist aber das Büro von dem
guten Herrn, da komme ich einfach so rein, ne? Hier. Ohne den Zauber, ja. Oh, hatte der nicht auch eine... Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sorgen Sie dafür, dass die Tierwesenpopulation wächst. Woher nehmen Sie die Zeit dafür? Ja, mimi. Hast du hier nicht eine Truhe mit Stufe 1 Schloss? Nee, ich dachte. Naja, okay, gut. Dann nicht. Einmal bitte zum Raum der Wünsche. Da können wir nämlich eben einmal klassifizieren, was wir da gefunden haben. Dann reisen wir nach Hogsmeade, verkaufen unnötiges Inventar und gucken vielleicht, dass wir für den Raum der Wünsche ein bisschen was kaufen können noch. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre... Ja. Die findet auch, dass das hier in Benutzung ist, obwohl das definitiv nicht der Fall ist. So, ich habe gesehen, da war eine, glaube ich, besser, ne? Das war hier die hier, oder? Die kann ich aber noch nicht tragen, weil ich noch zu niedrig bin. Stufe 27, was bin ich für eine? 26,5. Ja, gut, akzeptiere ich. Dann würde ich sagen... auf geht's nach Hogsmeade. Wie gesagt, wir sind sowieso gerade hier am Schnellreisen, was wir sowieso machen müssen. Und dann machen wir auch erst, wenn wir sowieso einmal da sind, diese Mission hier. Kehren dann nach Hogwarts zurück, sprechen mit dem nächsten Schüler, machen die Mission. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei, Tatsache. Also ich meine, wir scheinen heute sowieso eine ganze Menge zu schaffen. Bei dem Fliegen. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Dankeschön. Ich auch. Na, wonach suchen Sie heute? Na, gar nichts. Ich möchte nur Sachen verkaufen. $9,50 schlechter ist mir zu blöd, verkaufe ich auch. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, oder halt auch nicht, ne? Jetzt die Frage, möchte ich wirklich einfach Geld ausgeben, damit ich es ausgebe? Ich glaube, das ist nämlich Quatsch. Weil ich könnte das ja vielleicht auch ausgeben, wenn ich es brauche. Das muss es sein. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Revelio. Also ich jetzt mal darf mich nicht sehen. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Thank you.
Revelio. Ja, ich habe halt ein bisschen laut Akio geschrien. Weil ich das Geld einsammeln wollte, weil ich dachte, Geld. Warum ist jetzt dieser blöde... Revelio. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Geld halt nicht. Warum rennt er denn auf einmal so viel rum? Boah, ich hätte vielleicht doch in Schleichen investieren sollen, mein einen Talentpunkt eher. Confrido! Was geht da? Halt! Ja. Ich habe ganz unauffällig einen Sprengfluch gesprochen. Das ist, sehr schlau gewesen, auf jeden Fall. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Revelio. Einsammeln. Ja. Nicht. Was geht da im Keller vor sich? Ja, gar nichts. Große Spinnen. Sollen jetzt gut aufpassen, wo ich hin muss, ja. Confrido. Das interessiert dich nicht. Was bist du denn für einer? Geht da im Keller vor sich.
geht das dann nochmal runter? Das finde ich jetzt doof. Ich komme jetzt gar nicht weiter hier. Der sieht mich ja sofort. Ja, das war klar. Aber warum ist denn das auch nicht wieder runtergegangen? Der hat mich doch nicht gesehen. Also eigentlich nicht. Boah, ich bin so schlecht in Schleichen, ne? Ich hätte Schleichen verbessern sollen. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Alohomora. Wo ist die Venemosa Tentacula? Nicht hier hinkommt, ist mir das eigentlich egal, wo die ist, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte den Mega-Power-Trank mitnehmen sollen, das ist nicht gut gewesen. Ja, aber solange wie der Herr nicht kommt, ist alles super. Ich hätte die bestimmt für irgendwelche Spinnensachen oder so. Wo ich mir was mitnehmen kann. Voll der Plünderer hier, ja. Komm, trink!
Trevelio. Ja, hier ist nichts mehr. Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Ja, klingt doch gut. Darf ich mich jetzt hier frei bewegen, ohne dass er mich rausschmeißt? Da ist noch was. Kann ich eigentlich auch so speichern und dann einfach da weitermachen zur Not? Also, warte mal gucken. Weil jetzt habe ich das jetzt sozusagen geschafft und wenn ich jetzt speichere, Einstellung war das, ne? Genau, speichere ich einfach ab. Und jetzt müsste ich doch rein theoretisch einfach hier wieder spawnen können, weil das ist jetzt mein Checkpoint, mein letzter. Das Geld lasse ich jetzt da liegen. Sehr schön, dass es geklappt hat. Wir sind wieder zurück in Hogsmeade. Für solche Missionen ist vielleicht Schleichentalent doch gar nicht schlecht. Aber gut. Ist die Besorgung für mich schon erledigt? Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Es war gar nicht so leicht, sie zu besorgen. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Ja, natürlich hier. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Noch einmal vielen Dank. Sie werden noch Großes erreichen. Ja, nur bei dem netten Herrn wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Der mag mich jetzt, glaube ich, aus gutem Grund nicht mehr ganz so. Und ich akzeptiere das. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher. Ich möchte aber mit interagieren. Neugierigen Verstand anzuregen. Ich möchte erstmal ein paar Sachen verkaufen und dann möchte ich mir mal gucken, was du mir. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen. Ja, ich möchte hier ruhig schon interagieren. Ich möchte mal wissen, was du hier noch so im Angebot hast. Tierförmige Getränkestationen können wir dann später mal kaufen, wenn wir mehr Tränke brauen. Das sind die Töpfe. Materialverfeinerer. Das klingt eigentlich ganz sinnvoll, aber davon habe ich so viel. Hüpfender Topf brauchen wir auch nicht. Dunkomposter brauchen wir auch nicht.